Team Jungfrau, es ist Zeit für euer Reading. Direkt zum Anfang, einige von euch könnten in der Schule Latein gelernt haben. Oder Messdiener gewesen sein, ich weiß es nicht. Für einige von euch wird es zutreffen, für andere wieder nicht. Lasst uns gucken, wir ziehen eine Orakelkarte. Wachstum, ich möchte mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erweitern. Okay, ganz klar, da ist euer Fokus, ja, das ist eure Stärkekarte für die Woche. Fokussiert euch auf Wachstum. Welcher Wachstum das auch immer ist, ob ihr euch mit Spiritualität beschäftigt, Religion, mit, weiß ich nicht, Dynamiken, Bindungsdynamiken, Dingen, die man vielleicht in der Kindheit erlebt, Verarbeiten von schlechten Erfahrungen. Wirklich, die Liste ist lang. Ja? Wir haben hier auch die Romance Angels, davon ziehen wir auch eine. Was sagen denn die Liebeskarten? Lasst uns mal schauen. Children, your love life is being affected by children. Also einige von euch könnten Kinder haben, schwanger sein, vielleicht einen Partner oder ein Situationship oder auch wie auch immer ihr es nennen möchtet, mit einem Kind. Es könnte auch die Situation sein, dass einer Kinder will und der andere nicht. Ja, das kann sich auch auf Wachstum beziehen, wenn man verschiedene Vorstellungen hat, zu lernen, wie man damit umgeht, entweder innerhalb einer Bindung oder aber, dass man dann sagt, okay, ich weiß, ich möchte das und ich möchte da auch keine Kompromisse eingehen und deswegen bye. Ja, also ich bin immer der Meinung, am besten sucht man sich jemanden, der die gleiche Endvorstellung hat. Ja, wenn ich die Vorstellung habe, ich möchte gerne heiraten und mein Gegenüber hat die Vorstellung, dass er mit, weiß ich nicht, 61 immer noch Dan Brazilian sein möchte und der Bachelor überhaupt, dann ja, ist ganz klar, dass ich mit meiner Vorstellung dann auf der Strecke bleibe. Ja? Auf der Rückseite des Decks haben wir die 4 der Schwerter, eine Phase von Innenschau, vielleicht auch ein bisschen das Gefühl von, ich sag mal, Ohnmacht, Machtlosigkeit, zu sagen, boah, nee, weißt du was, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich ziehe mich zurück, ich gucke nach innen, ich schaue, was da Sache ist. Erste Karte raus, die Welt. Einige von euch können hier definitiv einen Zyklus mit einer Person beendet haben und beginnen einen neuen für sich selber. Bube der Schwerter und dann haben wir den Mond und 7 der Kelche mit 5 der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Leute, was ist denn los? Einige von euch können rausgefunden haben, dass euer Person of Interest vielleicht auf einer Reise etwas getan hat. Für diejenigen, die hier vielleicht verheiratet sind oder in einer Langzeitbeziehung oder in einer ernsten Beziehung mit einem Partner, der Geschäftsreisen macht, ist mir jetzt auch egal, ob Männlein oder Weiblein, das könnte genauso gut auf einer Geschäftsreise passiert sein. Andere von euch könnten die Vermutung haben, dass jemand mit ihnen Schluss machen möchte oder dass die Beziehung bergab geht. Aber Leute, für diejenigen ist ganz wichtig, dass ihr wirklich guckt, ist das Tatsache, ist das wirklich so oder sind das eure Ängste und Illusionen, die euch das vermitteln? Ja, es kann auch sein, dass eure Person sich vielleicht irgendwie einfach ein bisschen zurückzieht, mit diesen 4 der Schwertern Zeit für sich braucht und bei euch triggert das irgendwelche Bindungsängste, ja, und ihr habt direkt das Gefühl, oh mein Gott, meine Person verlässt mich oder die will mich nicht mehr oder da geht was anderes ab mit jemand anderem. Passt genau auf, es kann nämlich hier Streit kreieren oder einen inneren Konflikt, eine Distanz und sogar einen heftigen Streit. Das könnte tatsächlich auch in einem Beziehungsaus enden, für diejenigen, die hier nicht aufpassen. Einige von euch finden hier irgendeine Art Betrug raus. Muss jetzt nicht direkt sexuell sein, aber es kann sehr gut sein. Ich höre auch Gaslighting. Vielleicht haben einige von euch es schon schwarz auf weiß gesehen und eure Person versucht, euch weiterhin davon zu überzeugen, dass es so nicht ist, ja? Die Welt.
mit der Sonne erklärt und den Liebenden auf der Rückseite des Decks. Irgendwas hier kommt ans Licht. Warum sich jemand merkwürdig verhalten hat, energetisch zurückgehalten hat, sich auf einmal verändert hat. Es gibt hier einen Grund dafür. Für diejenigen, die noch nicht... vielleicht ist es ein heimliches Kind. Oder ein Kind auf Distanz, kann es auch sein. Was jemand vielleicht gezeugt hat, als er irgendwo auf Distanz war. Oh mein Gott, was ist das denn hier für ein Drama? Das ist ja richtig. Marienhof-Vibes, GZSZ, reich und... GZSZ, reich und schön. Da, da. Oh mein Gott, Leute, Beverly Hills 90210, das ist ja richtig dramatisch. Ja, Bube der Schwerte erklärt mit Bube der Münzen. Es kann durchaus sein, dass hier irgendeine Art heimliches Kind entstanden ist. Oder ein Kind mit einer Jüngeren oder irgendwas mit einer jungen Person. Oder die Nachricht kann durch Kommunikation zu euch gekommen sein. Oder ihr habt eine Kommunikation gelesen zwischen zwei Menschen, mitgehört. Ja, vielleicht hat euch jemand aus Versehen angerufen oder irgendwie sowas. Wild. Zwei der Kelche und sechs der Stäbe erklären den Mond. Leute, hier geht irgendwas im Verborgenen ab. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist, aber es gibt richtig Drama-Vibes, okay? Also wenn ich jetzt mal hier nur diese Karte Wachstum nehme und das Kleingedruckte weghalte und dann die Karte Children und das, wie es hier liegt, die Sonne können auch Kinder darstellen, dann sieht das mir hart danach aus, als wenn da irgendwas im Verborgenen wächst, okay? Es kann sein, dass hier jemand erfolgreich eine Beziehung versteckt mit jemand anderem. Und für diejenigen, die das schon im Bauchgefühl haben, Leute, euer Bauchgefühl lügt nicht. Und der beste Rat, den ich euch geben kann, ist, lasst die Person mit ihrer heimlichen Beziehung in der Ecke stehen, da wo sie ist, okay? Weil was ist das denn? Sieben der Kelche erklärt mit dem Wagen. Bube der Stäbe. Ich habe jetzt hier fast alle Buben raus. Und Königin der Münzen mit dem Magier. Jemand wird weiterhin versuchen, euch entweder eine Illusion zu verkaufen, euch zu sagen, ach Quatsch, das ist so nicht. Mein ganzes Deck ist runtergefallen, Leute. Das ist kein gutes Zeichen. Und dem Magier jetzt auf dem Kopf. Das ist absolute Manipulation hier. Jemand könnte euch versuchen zu erzählen, das ist so nicht. Ich bin nur beschäftigt mit der Arbeit. Ich habe viel Arbeit zu tun oder irgendwie sowas. Oder du weißt doch, dass du meine eine bist. Wie kommst du denn da drauf? Ich will mit dir etwas aufbauen. Ich bin im Moment einfach nur durch den Wind. Ja, all solche komischen... zwielichtigen Entschuldigungen, wo ihr ganz genau fühlt, nee, da ist irgendwas anderes steckt dahinter. Leute, ich kann es mir nicht ausdenken. Hinter dem Magier haben wir die 10 der Kelche. Ich lasse euer Reading hier. Wir sind nicht mal bei 10 Minuten, aber klarer geht es nicht. Und auch wieder der Wagen. Der Wagen ist wieder Distanz. Es kann auch Reisen darstellen. Wir haben die Welt, wir haben die Sonne, wir haben den Wagen. Das könnte zum Beispiel auch ein warmer Urlaubsort sein. Einige von euch könnten auch rausfinden, dass sie aus dem Urlaub zurückkommen und vielleicht eine Urlaubsaffäre hatten und schwanger zurückkommen. Das kann auch sein, Leute. Leute, das ist mir... It's giving drama. As a true Sagittarius liebe ich Drama von außen, ja. Das Ganze zu beobachten mit dem Fernglas. Aber es ist kein Vibe, das so wirklich zu lesen. Ja? Also jeder, der sich hier resoniert oder hier resonieren kann und sich in so einer Situation wiederfindet mit irgendjemandem, der heimlich was hinter deinem Rücken macht und dabei Kinder zeugt und sowas. Sis, keep it moving, okay? Oder Bro, keep it moving, weil das ist Quatsch. Ihr braucht jetzt auch nicht wieder mit eurem Helfersyndrom. Und ja, vielleicht, wenn ich der Person beiseite stehe, Bro, wenn jemand heimlich ein Kind zeugt hinter deinem Rücken, was denkst du denn, was die Person noch so alles heimlich hinter deinem Rücken macht, okay?
Also, ich lasse euer Reading hier. Was spicy. Wer gerne ein privates Reading haben möchte, ihr findet meine Website in der Infobox. Da findet ihr auch meinen Link. Wenn ihr gerne dem Conscious Club beitreten möchtet, das ist meine YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Ich habe hier ein Conscious Club-Video für alle frei zu sehen geschaltet. Da könnt ihr euch eine kleine Geschmacksprobe holen. Ihr findet in der Infobox auch meine Instagram-Accounts, wenn ihr mir dort folgen möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag. Bye, bye.